Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 7 und 8, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zur Änderung der Hessischen Bauordnung, Drucksache 20-2753 zu 20-782 mit der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Bauordnung, Drucksache 20-2754 zu 20-1645 zusammen mit dem Änderungsantrag von CDU und Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksache 20-2849 und die Berichterstattung für beide Gesetzentwürfe hat Herr Kollege Eckert. Bitte schön. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf mit der Drucksache 19-782, das ist der Entwurf der Freien Demokraten, in zweiter Lesung abzulehnen, mit Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grünen und SPD, gegen SPD, AfD, Freie Demokraten, bei Enthaltung DIE LINKE. Und der gleiche Ausschuss empfiehlt dem Plenum den Gesetzentwurf CDU, Bündnis 90, die Grüne unter Berücksichtigung des Änderungsantrags in zweiter Lesung anzunehmen mit den Stimmen CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD gegen AfD bei Enthaltung Freie Demokraten, die Linke. Vielen Dank. Als erstes hat sich der Abgeordnete Lenders von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, es ist sehr schön, dass wir uns wie eben bei der Debatte bei Sachfragen gar nicht so weit auseinander bewegen. Ich glaube, bei der Typengenehmigung, die wir jetzt hier mit der Hessischen Bauordnung auf den Weg bringen wollen, ist das auch nicht viel anders. Es geht am Ende dann darum, dass Menschen sich mit Wohnraum versorgen können, der ein vernünftiges Verhältnis zwischen ihrem Einkommen und den Kosten für das Wohnen darstellt. Es geht darum, dass Menschen frei entscheiden können, wie sie wohnen wollen, ob das im Altbau ist, ob das in Eigentumswohnung, ob das in der Mietwohnung ist. Und meine Damen und Herren, dass diesen Menschen genügend Freiheit bleibt, dann auch den Rest ihres Lebens so zu gestalten und ihr Einkommen dafür einzusetzen. Und diesem Zweck wollen wir mit der Typenbaugenehmigung ein Stückchen näher kommen. Die Bauindustrie in Hessen steht im Moment noch gut da, aber es gibt auch schon die ersten Anzeichen, dass man davon ausgehen muss, dass es dort auch eine konjunkturelle Delle droht. Das sieht man an dem Rückgang der Baugenehmigungen. Und gerade jetzt wäre es wichtig, Impulse für die Bauindustrie zu setzen. Denn die Bauindustrie kann durchaus eine Stütze sein in einer drohenden Wirtschaftskrise. Ich habe das eben gesagt. Wir sind an der Stelle gar nicht so weit auseinander. Und es zeigen auch andere Länder, Rheinland-Pfalz zum Beispiel, wo die Freien Demokraten zusammen mit den Grünen und mit der SPD ein ähnliches Projekt verabschiedet haben. In Schleswig-Holstein waren das CDU, Freie Demokraten und Grüne. Deswegen habe ich das jetzt nicht so ganz verstanden, als wir unseren Gesetzentwurf eingebracht hatten, nach einer guten reiflichen Überlegung, nach der letzten Evaluierung der Hessischen Bauordnung, wo wir uns auch erst einmal schon gefragt haben, können wir das machen? Und wir Freie Demokraten haben vielleicht etwas länger gebraucht als die Sozialdemokraten, dass wir gesagt haben, jawohl, Typenbaugenehmigung ist der richtige Weg. Deswegen habe ich nicht so ganz verstanden, warum wir uns unbedingt jetzt mit zwei Gesetzentwürfen haben auseinandersetzen müssen. Ich habe da auch, Kollegin Barth, eine gewisse Erklärung dafür. Aber nichtsdestotrotz, es ist das gute Recht, dass man dann auch getrennte Wege geht und dass man zwei Gesetze, die fast nahezu identisch vom Inhalt sind, zumindest was die Typenbaugenehmigung anbelangt, dass man beide zumindest hat beraten können. Und auch was die Änderungen anbelangt, unser Änderungsantrag zum Entwurf von CDU und Grünen geht in die gleiche Stoßrichtung, wie er dann ja aus den regierungstragenden Koalitionen gekommen ist, warum man die ganze Zeit zwei parallele Wege gegangen ist und dort sich nicht hat darauf verständigen können, dann zusammenzugehen, wie beim ersten Mal bei der Hessischen Bauordnung. Das ist dann ein bisschen wahrscheinlich der Politik geschuldet, aber nicht in der Sache begründet. Ich will aber auch sagen,
Die Typenbaugenehmigung wird nicht die Welt aus den Angeln heben. Sie wird es jetzt nicht dazu beitragen, dass morgen am Tag das Problem am Wohnungsmarkt gelöst ist. Also, wer das glaubt, der ist sicherlich, der würde sich eine Illusion hingeben. Aber sie ist ein Mosaikbaustein. Und sie wird erst dann richtig interessant, wenn es tatsächlich länderübergreifend passiert. So wie die Bundesbauministerkonferenz das vorgeschlagen hat, wenn wir das flächendeckend in Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen, in den Ländern diese Typenbaugenehmigung möglich machen. Meine Damen und Herren, das alleine wäre Grund genug, das auch in Hessen zu machen, damit sich die möglichen Potenziale überhaupt entwickeln können. Deutschland braucht rund 400.000 Wohnungen jährlich. Daher ist dann auch so etwas Länderübergreifendes auf den Weg zu bringen, mit Sicherheit der richtige Weg. Meine Damen und Herren, die Potenziale, die in der seriellen Vorfertigung liegen, was die Vorfertigungstiefe anbelangt, können wir heute wahrscheinlich noch gar nicht abschätzen, welche Potenziale noch zu heben sind. Ich nenne aber auch zum Beispiel den Holzbau. Auch der Holzbau kann in der Typenbaugenehmigung wirklich tolle Impulse liefern. Da haben wir bei der letzten Evaluierung, da sind wir dann auch gemeinschaftlich einen Weg gegangen, den Holzbau etwas stärker zu fördern. Auch da waren wir bereit, interfraktionellen übergreifend zur Zusammenarbeit. Auch hier kann die Typenbaugenehmigung uns wirklich deutliche Impulse geben. Denken Sie mal an die Zeit der Flüchtlingskrise, als wir dann ganz schnell auch relativ einfache Wohnformen möglich gemacht haben, über die Container. Auch dort war eine Typenbaugenehmigung, hätte hier noch viel schnellere Impulse gegeben und hätte es viel schneller möglich gemacht, entsprechende Unterkünfte zu erstellen. Das gilt aber auch genau das Gleiche für öffentliche Bauten. Kitas zum Beispiel könnten in solch einer Bauweise relativ schnell und preisgünstig erstellt werden. Die Frage ist also, warum machen wir das? Es sollte länderübergreifend sein. Wir wollen schnell günstigen Wohnraum erstellen. Es sollen Kosten möglichst optimiert werden. Es sollte Bürokratie und Zeit abgebaut werden, um hier schneller voranzukommen, um die Probleme am Wohnungsmarkt ein bisschen zu lösen. Meine Damen und Herren, die Vorfälle oder beziehungsweise die Vorwürfe, die bei der Typenbaugenehmigung kommen, ist es sehr schnell, dass es zu Plattenbauten kommt. Jedes Typenhaus, wenn ich das mal so sagen darf, lässt sich individuell ausgestalten. Bloß weil es eine serielle Vorfertigung gibt, sollte man den Menschen nicht die Angst machen, dass wir wieder zu Plattenbauten kommen wie in den 50er oder 60er Jahren. Wir haben heute Möglichkeiten in der Architektur über den Wettbewerb über Architekturwettbewerbe, auch solche serielle vorgefertigten Baumodule dann doch so individuell dastehen zu lassen, dass sie einer Kultur der Architektur durchaus Rechnung tragen. Ich glaube und ich gehe davon aus, dass der Typenbau in Hessen, wenn nicht heute, aber auch morgen, wenn wir das Gesetz dann beschließen, eine breite parlamentarische Mehrheit finden wird, meine Damen und Herren. Und ich finde, das ist eine gute Botschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Lenders. Als nächstes hat sich der Abg. Kasseckert von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Grunde nach gibt es zu den Ausführungen hinsichtlich Architektur, wie sie Herr Lenders eben in Bezug auf die Typenbaugenehmigung vorgetragen hat, eigentlich nichts noch hinzuzufügen. Und ich will auch deutlich sagen, dass wir heute gemeinsam einen Schritt in diese Richtung gehen können, dass wir Bauen beschleunigen, dass wir Bauen vielleicht auch etwas erleichtern und kostengünstiger machen. Und die Typenbaugenehmigung ist ein Schritt dorthin, den wir, das will ich auch einräumen, vor
Wann haben wir gemacht? 2017, glaube ich, die Hessische Bauordnung, der zu dieser Zeit aus den Anhörungen heraus so für uns nicht wesentlich war, dass wir ihn wieder in die Hessische Bauordnung aufgenommen haben. Wir hatten ihn ja schon einmal drin. Ich glaube, damals war die Situation auch etwas anders. Inzwischen haben wir immer mehr den Wohnungsdruck gespürt, sodass die Typenbaugenehmigung ein Mosaikstein sein kann, um diesen Wohnungsdruck etwas zu lindern, um Baugenehmigungsverfahren zu verkürzen. Es wird nicht die große Lösung sein, die man flächendeckend dann einsetzen wird, sondern es wird an einzelnen Stellen vielleicht das richtige Modul sein, seriell vorgefertigt oder modular vorgefertigt, entsprechend schneller zum Ziel zu kommen. Sie können sich unterhalten Sie sich doch draußen. Es macht doch viel mehr Spaß für Sie. Sie können sich besser unterhalten, und Sie stören eigentlich noch die Diskussion hier nicht. Ja. Ich will auch hinzufügen, dass wir nicht für uns in Anspruch nehmen, dass wir die Typenbaugenehmigung erfunden haben. Weder die Frau Barth hatte das ja in der WVA-Sitzung schon angesprochen, dass sie es erfunden hat. Die FDP hat jetzt auf ihren Gesetzentwurf hingewiesen. Nein, es war jetzt etwas, die Schweizer waren es, genau, es war etwas überzogen. Aber richtig ist, wie gesagt, dass wir bei der 2017er HBO-Änderung den Punkt so noch nicht im Fokus hatten, oder 2018, und ihn jetzt mit aufnehmen wollen. Und warum wir einen Gesetzentwurf gemacht haben, ist der einfache Grund, dass wir dem Gesetz, dem Thema Typengenehmigung, noch weitere Punkte hinzugefügt haben. So zum Beispiel das Thema Mobilfunk, ein zweiter wichtiger Baustein in dieser Gesetzesänderung. Wir wollen, dass wir die Digitalisierung beschleunigen, den Ausbau der Digitaltechnik, der Mobilfunknetze deutlich stärker in den Fokus nehmen. Und hierfür haben wir die Genehmigungsfreistellung von 10 auf 15 Meter Masten in die HBO aufgenommen, wohlgemerkt als einziges Bundesland in Deutschland, das diese Regelung aufgenommen hat. Wir haben in der Anhörung auch uns davon überzeugen lassen, dass es richtig ist, aus Sicherheitsgründen und auch aus Gründen der Standsicherheit die Prüfsachverständigen mit ins Boot zu nehmen, weil es auch einer Logik der HBO entspricht, dass wir hier bei Bauten oder bei Bauwerken über 10 Meter die Prüfsachverständigen mit ins Boot nehmen. Auch hier haben wir der Anhörung gefolgt und haben in unserem Gesetzentwurf entsprechend dem Antrag der ersten Änderung noch einmal verändert. Der zweite Änderungsantrag, der Ihnen auf dem Tisch liegt, darauf will ich hinweisen, ist mehr redaktioneller Natur. Da ist uns im Änderungsantrag ein Versäumnis unterlaufen in der Reihenfolge der Nennungen. Der hat keinen inhaltlichen Bezug. Und als letzten und dritten Punkt, den wir aus der Anhörung aufgenommen haben, glaube ich, wichtig auch deutlich zu machen, dass wir in der HBO-Änderung, in der vergangenen HBO-Änderung, den Dachgeschossausbau deutlich erleichtert haben, aber in der Praxis übersehen haben, dass beispielsweise im Brandschutz mit den Treppenhäusern das eher ein Widerspruch war. Und hier bin ich dankbar für den Vortrag von Frau Zapke der Stadt Frankfurt, die uns deutlich gemacht hat, wie sich die Änderung in der Praxis auswirkt. Und deshalb war es für uns notwendig, auch hier auf diese Änderung einzugehen, weil wir das Ziel 2018, den Dachgeschossausbau, überhaupt nicht in Frage stellen. Ganz im Gegenteil, wir wollen ihn auch nicht gegenüber dem Brandschutz irgendwie ausspiegeln. Auch hier ein deutliches Signal, sodass wir mit der Änderung zum Thema Treppenhäuser, Brandschutz auch hier einen weiteren Schritt zur schnelleren Realisierung von Wohnraum, insbesondere in Großstädten, gehen können. Wie uns hat Sie wahrscheinlich auch alle ein Schreiben erreicht des Landesfeuerwehrverbandes. Ich denke, dass Herr Al-Wazir darauf noch einmal eingehen wird. Der Landesfeuerwehrverband hatte die Sorge, dass wir mit den redaktionellen Änderungen oder mit den Änderungen hinsichtlich der Brandmeldeanlage oder der Rauchmelder, so muss ich präzise sagen, dass es hier eine Verschlechterung gibt. Das ist mitnichten so. Der Einsatz einer Brandmeldeanlage und eines Rauchmelders schließt sich eigentlich aus, sodass auch hier die Notwendigkeit entstanden ist, das aufzuklären. Da wird aber sicher Herr Al-Wazir vielleicht noch ein klärendes Wort dazu sagen. Am Ende, bitte?
Ja, na gut, aber am Ende muss nur für uns alle klar sein, wir wollen den Brandschutz an der Stelle nicht irgendwie zurücknehmen. Ganz im Gegenteil, wir wollen dort, wo es einen Widerspruch gibt zwischen den beiden einzusetzenden Anlagen, Brandmeldeanlage oder Rauchmelder, für Klarheit schaffen, sodass auch das geregelt ist. Damit unterm Strich, glaube ich, ist alles gesagt. Auch mit Blick auf die Zeit, auf die Diskussion müssen wir keinen Dissens schaffen, wo wir keinen Dissens haben. Ich danke für die konstruktive Beratung in diesem Punkt. Ich glaube, dass wir einen Schritt damit weitergehen können. Ich glaube, dass wir aufgerufen sind, immer weiter auch an Verbesserungen der HWO zu arbeiten, mit dem Ziel von Beschleunigung, mit dem Ziel von Kostensenkung, mit dem Ziel, dass damit eben mehr Wohnungen bestehen oder entstehen werden. Denn ich glaube, trotz der Corona-Krise, an der Notwendigkeit, den Menschen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main insbesondere, das wird auch über den Tag hinaus für uns die Aufforderung und die Herausforderung sein, dafür die Grundlagen zu schaffen. In diesem Sinne glaube ich, dass wir einen Schritt weiter sind und dass wir nun an dem nächsten Schritt arbeiten, auch künftig mehr und schneller Wohnungsbau zu ermöglichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Kasseckert. Als nächstes hat sich die Abg. Barth von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bei aller Freude, dass wir nun endlich bei den Typenbaugenehmigungen weiterkommen, muss ich jetzt doch noch ein wenig Wasser in den Wein gießen. Am Montag der vergangenen Woche hat der Bundesverband der freien Immobilien- und Wohnungsunternehmen zu einem virtuellen Pressegespräch unter dem Titel Impulse für den Wohnungsbau eingeladen. Und das hat sich auch gelohnt. Jürgen Lenders und Heiko Kasseckert waren auch dabei, mit den Vertretern der Branche ins Gespräch zu kommen. Erfreulicherweise, so durften wir dort erfahren, ist ein Großteil der BFW-Unternehmen in ihrem Geschäft noch nicht von der Corona-Epidemie betroffen. Das gilt sowohl für 79% der Bauträger als auch für 65% der Bestandshalter, auch wenn es natürlich so langsam auch dort in einigen Bereichen anfängt zu knirschen. Der BFW hat auch eine Umfrage durchgeführt, an der 184 Mitgliedsunternehmen Ende April teilgenommen haben. Eine sehr deutliche Antwort seitens der Bauträger gab es darin auf die Frage, kommt es derzeit auf kommunaler Ebene zu Verzögerungen? 80%, meine Damen und Herren, antworteten hier mit Ja. Und auf die Frage, welche Entscheidungen betrifft das in erster Linie, stand auf Platz 1 mit 38% die Erteilung von Baugenehmigungen und Platz 2 Planungsrechtschaffung und B-Pläne. Das zähe Ringen mit den Baubehörden hat doch Tradition, meine Damen und Herren von Schwarz-Grün. Warum tun Sie denn hier in diesem Bereich nichts in der Bauordnung? Und insofern ist es auch wirklich unverständlich, warum Sie sich jetzt in Ihrer HBO-Novelle nur mit Mobilfunkmasten und Typenbaugenehmigung beschäftigen. Und deshalb hat auch die SPD schon Mitte letzten Jahres bei der letzten Novelle gefordert, verbesserte Fristenlösungen für Baugenehmigungsverfahren einzuführen. Sie haben sich damals viel Mühe gegeben mit der Begründung, weshalb das nicht notwendig sei, Herr Staatsminister Al-Wazir. Aber das Problem ist geblieben, bzw. es hat sich noch weiter verstärkt. Genauso haben Sie sich geweigert, dass eine rechtzeitige Vollständigkeitsprüfung für die Bauunterlagen geben müsse. Ebenfalls eine der Forderungen, die wir beantragt hatten, eine rechtzeitige Versendung des Vollständigkeitsnachweises. Denn genau dort liegt doch häufig das Problem. Kurz vor Schluss werden noch einmal Unterlagen nachgefordert und schwupps muss die 3-Monatsfrist wieder verlängert werden. Mein Kollege Stefan Naas hat letztes Jahr eine Kleine Anfrage zur Dauer der Erteilung von Baugenehmigungen gestellt, Drucksache 20997, wer es noch einmal nachlesen möchte. Und das Ergebnis, was er im Januar bekam, meine Damen und Herren, war niederschmetternd. Bei den Bauaufsichtsbehörden im Bereich des Regierungspräsidiums Darmstadt, zu dem das Rhein-Main-Gebiet unsere
Boom-Bauregion gehört, haben es gerade 2 von 18 Bauaufsichtsbehörden geschafft, im Durchschnitt unter der vorgegebenen 3-Monats-Frist zu bleiben. 2, meine Damen und Herren. Was könnte schon alles gebaut werden, wenn es schneller ginge? Und mittels der HBO könnten Sie darauf Einfluss nehmen. Aber Sie schreiben in der Antwort an Herrn Dr. Naas, ich zitiere, die Landesregierung kann sich dem pauschalen Urteil, dass die Erteilung von Baugenehmigungen in Hessen mitunter sehr lange dauere, nicht anschließen. Die Bauwirtschaft, meine Damen und Herren, aber sehr wohl. Mitunter, ich zitiere weiter aus der Vorlage, nimmt gerade die Herstellung der Vollständigkeit der Unterlagen oftmals einen großen Teil der Verfahrensdauer in Anspruch. Also sind nach Ihrer Meinung, interpretiere ich jetzt, die Antragsteller schuld. Ja, wir wissen, vor allem wenn manchmal noch schnell am Ende der 3-Monats-Frist Gutachten angefordert werden. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Bei Sonderbauten gibt es ja schon gar keine Fristen mehr, was wir auch geändert haben wollten. Aber besser, man setzt erst gar keine Fristen, wenn man weiß, dass sie nicht eingehalten werden können. Meine Damen und Herren, das sind doch die Probleme, weshalb Bauen in Hessen nicht schneller, einfacher und günstiger wird. Es tut mir leid, dass ich in meinem Redebeitrag so wenig über Ihre Novelle jetzt gesprochen habe, aber es bietet ehrlich gesagt mehr Gesprächsstoff, darüber zu reden, was in Ihrer Novelle fehlt, als über Ihren Inhalt, den wir sowieso schon vor einem Jahr gefordert haben. Es gibt so viele Punkte, die schlecht und verbesserungswürdig in dieser hessischen Bauordnung sind. Sie wissen ja, dass Sie letztes Jahr nicht nur diesen, sondern sämtliche Verbesserungsvorschläge der SPD abgelehnt haben. Nur noch einmal zur Erinnerung, weil das kommt ja vielleicht dann in Ihrer nächsten Novelle, Kürzungen und Vereinfachungen der langen Liste von Sonderbauten, Nutzungsöffnungen von Garagen, auch für Fahrräder, wäre auch vielleicht ganz sinnvoll, mehr Spielraum bei Gebäuden für neue Wohnformen, Regelungen für Abstellräume bei kleineren Mehrfamilienhäusern. Ich denke, Sie können ja schon einmal mitnotieren, was dann in die nächste Novelle reinkommt. Meine Damen und Herren, eines der Lieblingssprichwörter meiner Mutter lautet, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Insofern freuen wir uns natürlich heute auch über die kleinen Schritte aus dieser Novelle, dass Sie endlich bei den Typenbaugenehmigungen mitziehen, ist erfreulich. Aber es wäre wichtig gewesen, gerade jetzt, dass wir das Bauen schneller, einfacher und günstiger gemacht hätten. Und davon sind Sie leider noch meilenweit entfernt. Und eins muss ich jetzt auch noch einmal loswerden, Herr Kasseckert. Heute Vormittag verteilt wurde der Änderungsantrag von CDU und Grünen zum Änderungsantrag von CDU und Grünen zu Ihrem eigenen Gesetzentwurf. Jetzt nehmen wir einmal den unwahrscheinlichen Fall an, dass Sie die juristische Prüfung, die dem zugrunde lag, selbst durchgeführt haben und dass Ihnen nicht aus dem Ministerium zugearbeitet wurde. Nehmen wir es nur einmal an. Aber dann machen Sie es doch bitte wenigstens nicht so, dass Sie uns 2 Stunden vor der Debatte einen Änderungsantrag ohne inhaltliche Begründung zuliefern. Ganz ehrlich, ich finde, das ist eine Zumutung, und das ist auch keine sorgfältige Arbeit. Meine Damen und Herren, nach der Novelle ist vor der Novelle. Herr Al-Wazir, ich zitiere Sie. Das haben Sie bei der ersten Lesung gesagt. Wagen Sie doch endlich einmal den großen Wurf, um uns und übrigens auch der Baubranche nicht ständig mit neuen kleinen Reformen zu kommen und uns damit in Atem zu halten. Weil auch diese vielen neuen Vorschriften, die müssen ja auch alle immer umgesetzt werden. Insofern wäre es wirklich gut, wir würden endlich einmal einen großen Wurf wagen. Wir wären schon vor 2 Jahren dazu bereit gewesen. Vielleicht sind Sie es bei der nächsten Novelle. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Abg. Barth. Als nächstes hat sich die Abg. Förster-Heldmann von der Fraktion Bündnis 90 die Grünen zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, wo ich anfangen soll. Fange ich mal bei der Novelle an und bei der Erwartungshaltung, was die Typengenehmigung angeht. Ich will auch noch einmal darauf hinweisen, dass von den Architekten es Vorbehalte gegeben hat. Und das ist vor allen Dingen auch die Befürchtung, na ja, gut, es sind Architekten, die haben ein eigenes Interesse, Lobbyisten wie alle anderen auch, aber auch deren Meinung wollen wir hören. Und die haben natürlich schon eine Angst davor, dass es eine Vereinheitlichung gibt. Das hat wenig mit Plattenbau zu tun, sondern darum geht es um die Entwicklung von Stadtteilen, von Ortsteilen, von Gebieten auch im ländlichen Raum. Und ich glaube, dass wir gerade an der Stelle wirklich sehr gutes Auge darauf legen müssen, wie wir unsere Städte und Gemeinden entwickeln. Gerade auch jetzt, wo wir gezwungen sind, aus den Corona-Zeiten, die uns ja noch eine Weile beschäftigen werden, auch für unsere Lebensumstände, für selbstbestimmtes Leben, Herr Lenders, auch darüber nachzudenken, wie wir das gestalten. Und da glaube ich, ist es genau richtig, dass wir nicht das ganz große Rad drehen, sondern sukzessive in einem permanenten Prozess dahingehend sind, am Ende sozusagen das Ziel vor Augen mit der Musterbauordnung des Bundes auch einherzugehen, damit wir nicht wie heute Morgen die Debatte haben, rechts vom Rhein und links vom Rhein. Genau das geht's. Darum geht es, das zu vermeiden. Aber ich glaube nicht, dass man sozusagen mit dem großen Werkzeug daran gehen kann, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass wir in einem permanenten Prozess daran arbeiten müssen. Gut. Das hat jetzt wenig mit dieser einen Novelle zu tun, weil natürlich war der Mobilfunkmast das treibende Ding, weil das am allerschnellsten sozusagen passieren musste. Und wir gehen davon aus, dass der Minister sein Wort auch hält, indem er gesagt hat, dass wir an der größeren Veränderung der HBO dann auch im laufenden Jahr oder spätestens im nächsten Jahr beteiligt sein werden. Deutliches Anzeichen dafür waren auch die im Sammelgesetz die Teile, die die Wohnungspolitik betroffen haben, wenn Sie sich an die gestrige Debatte erinnern. Ich will aber noch einmal etwas dazu sagen zu Schnelligkeit. Also, meine Kollegin, ich weiß nicht, vielleicht müssten Sie sich ein bisschen mehr dem widmen, was jetzt nicht so auf Landesseite üblich ist, sondern was eigentlich vor Ort passiert. Wir haben das eben schön mitbekommen, wenn es darum geht, Radwege zu planen, wie diffizil das sein kann. Wir haben eine ganze Menge Rahmenbedingungen, die zur Baugenehmigung in den Städten und Gemeinden führen müssen. Und ja, das ist richtig, die meisten Bauträger, eigentlich alle, jedenfalls aus meiner Erfahrung, sagen, es dauert viel zu lange. Ja, es ist richtig. Aber gehen Sie einmal in die Städte, gehen Sie einmal nach Frankfurt, Offenbach und sonst wohin. Sie haben ja nirgendwo mehr einen Fachingenieur für die Verwaltung bekommen. Da haben sich Infrastrukturentwicklung hat sich ein Lokomotivfahrer beworben, weil er gedacht hat, mit Verkehr habe ich auch was zu tun. Ich hoffe, dass wir ein bisschen wieder diesen wirklichen Engpass zurückfahren können und da auch eine größere Stärke in die Kommunen hineinbekommen, weil ein ganz wesentlicher Teil liegt auch daran. Aber nichtsdestotrotz will ich das nicht schönreden. Ich glaube aber trotzdem, dass es total verkehrt ist, und das ist meine feste Überzeugung, in einem sehr, sehr überhitzten Immobilienmarkt sozusagen noch einmal eine Geschwindigkeit reinzubringen, indem ich Teile, die wirklich wichtig sind,
gerade für Stadtentwicklung, egal ob das jetzt Denkmalschutz ist, ob das der ÖPNV ist, ob das die Berechnung von großen Kreuzungen ist mit der Mehrbelastung der Anwohner, ob das die verschiedensten Dinge sind, das ist eminent wichtig, weil wenn wir aus dem Bauboom der 50er, 60er und 70er Jahre lernen können, dann können wir genau das lernen, dass man damals viel zu wenig dahin geguckt hat, was bedeutet es in der Konsequenz für unsere Gesellschaft, für die Zukunft. Und deswegen einerseits ja, aber andererseits glaube ich, dass wir auf Landesebene viel zu wenig Möglichkeiten haben, um das Genehmigungsverfahren vor Ort in der Kommune zu beschleunigen. Wir haben die Möglichkeiten mit der Typenbaugenehmigung. Und jetzt muss man ganz ehrlich sein, was macht die Nassauische Heim schon seit Jahren? Die baut natürlich mit standardisierten Teilen ihre Gebäude auf. Auch gibt es vereinzelt, zumindest vereinzelt vor Ort auch Beispiele dafür, dass ganze Kitas im Holzbau schon gebaut worden sind. Das sind alles Beispiele, die wollen wir nicht kleinreden, die wollen wir befördern. Und deswegen arbeiten wir auch weiter daran, die HBO zu ändern und aus dem Ganzen, was wir in den letzten zwei Jahren gemeinsam diskutiert haben, auch zu lernen und das in die politische Debatte einzubringen. Ich habe mich gefreut darüber, dass meine Kollegen und Kolleginnen heute sehr staatstragende Reden gehalten haben, dass wir offensichtlich zu einer Gemeinsamkeit kommen. Wir haben, in der Analyse sind wir uns in etwa einig. In dem Handlungsfeld da gibt es große Uneinigkeit. Ich habe auch schon die Rede der LINKEN, die klingelt jetzt auch schon wieder in meinen Ohren, aber ich will gar nicht so sehr darauf eingehen. Aber ich will Ihnen eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich war nämlich letzten Sonntag Fahrradfahren. Und da bin ich an einem Neubaugebiet vorbeigekommen. Das wird von der GWH, also dem gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen, gebaut. Da geht es um die konkrete Umsetzung dessen, was wir in den letzten zwei Jahren auch gemacht haben, nämlich Eigentum zu ermöglichen für geringe und mittlere Einkommen. Und ist wie immer so eine Tafel da dran, wer macht es und hin und her. Und nebendran hängt ein großes Transparent, und ich habe es fotografiert, wenn es interessiert, weil ich fand es dann schon interessant, da stand drauf, wir sind die, die trotz aller Auflagen und Regulierungen bezahlbare Wohnungen für alle schaffen. Dann kommt dann noch der Ort, wo es passiert. Gegen den Mietendeckel und Regulierungswahn. Die Wohnungswirtschaft in Deutschland. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Wohnungswirtschaft, genau diese, sind die Partner der Kommunen. Und deswegen bin ich der Meinung, feines, kleines Handwerkszeug ist besser angesagt als das ganz Große. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abg. Förster-Heldmann.